Ließe sich denn die 113, um beim Beispiel zu bleiben, musikalisch umsetzen? Ja. Mach mal. Ja, sie. Ganz einfach, eine Viertelnote kann so lang sein und so klein sein in der Musik auch. Das ist die Frage, welches Tempo vorgeschrieben ist. Also die Viertelnote, ob die sozusagen eine Drittelsekunde dauert oder zwei Sekunden, ist ja letztens eine Frage des Tempos. So, also auch in der Musik ist nicht klar, wie lange eine Viertelnote dauert. Es ist halt nur ein Viertel so lang wie eine ganze Note. Das ist das Einzige, was sozusagen definiert ist. Von dem her ist sozusagen. Könnte das 113 sein, aber könnte auch ganz was anderes sein, ne? Zum Beispiel. Ich möchte vielleicht noch kurz sagen, es ist ungefähr so wie, wir müssen Zeit akzeptieren. Ja? Wir haben heute Termin ausgemacht, 18.30 Uhr. Ja? Da wollen wir jetzt nicht genauer reden. Ja, aber man muss um diese Termin, man muss Uhr haben, ja? Man muss Uhr akzeptieren. Man muss Minuten akzeptieren, Stunden akzeptieren, ja. Wochen akzeptieren. So, das, was wir entwickelt haben, ist im Prinzip ungefähr das Gleiche oder dasselbe. Ja? So, wir sagen, wir haben einen Termin und wie man kommt zu diesem Termin ist überlassen. Jeder macht das verschieden und Stefan zum Beispiel ganz anders. Ja? das ist alles. Ja? Und okay, aber alle akzeptieren Zeit und diese Struktur. Ja, klar, weil das ist ja auch, aber Zeit ist linear. Ja. Das Malen ist auch linear, aber ja. Das Gemalte ist nicht linear. Genau. Das ist immer bei einem Widerspruch. Aber die Struktur, das ist das, was das Spannende macht. So, die Struktur existiert nur dafür, dass wir noch mehr und locker spontan aufeinander reagieren können. So, wir arbeiten mit einem Moment. Und was wichtig ist, Spontanität, mit dem, also wenn Stefan malt, ich bin der Nächste, ja, und ich weiß nicht, wie er das macht. Und ich reagiere auf das, was passiert. Und es gibt eine Fläche, es gibt gewisse Regeln, je nach Komposition, ja. Aber innerhalb von dieser Rechnung, ich bin ganz frei, so wie auch Kurs gesagt hat, ich muss dann schauen, was mache ich jetzt, wie komme ich da raus, wie setze ich mich durch, oder wie Veronika gesagt, gehe ich zurück oder mehr nach vorne, damit auch das Ganze funktioniert. Aber es geschieht immer im Nacheinander und nicht, wie man vermuten könnte, könnte man ja, wie beim Jazz zum Beispiel, im Miteinander, also im gemeinsamen, oder geschieht es auch so, dass alle gleichzeitig malen? Gibt es eine ganz logische Antwort? Also ja, die ganz logische Antwort, wir haben probiert. Und wir haben festgestellt, dass es nicht geht, weil wir müssen sehen, was entsteht. Das ist nicht nacheinander, das ist nebeneinander, was passiert. Nacheinander ist Vorgang. Was entsteht, ist nebeneinander. Und da, wir reagieren darauf. So, die Entscheidung kommt erst, wenn wir sehen, was passiert. Ich sehe, was macht Stefan oder Pass oder Dani. Und wenn ich es male jetzt, okay, dann kann ich was verändern. Wenn wir parallel machen, ich sehe nicht, was er macht. Deswegen, der Vergleich mit Musik funktioniert nicht dadurch, dass wir müssen nacheinander sein. Wir schauen und dann reagieren. So wie beim Boxen. Ich würde das gar nicht mal so trennen. Wenn ein Künstler ein Bild malt, besteht es in den meisten der Fällen auch immer in der Tatsache, du malst, gehst ein paar Schritte zurück und guckst, was habe ich passiert? Wie wirkt der Strich, den ich gerade gemacht habe? Dann gehst du wieder hin und reagierst auf den Strich, den du gemacht hast. Und in dem Fall würde ich sogar sagen, dass es ein Miteinander, ein Gleichzeitiges ist, nur dass es auf verschiedene Personen aufgeteilt ist, wenn man sich es vorstellt. Ich stehe alleine vor einem Bild, mal gehe zurück, schaue, wie wirkt der Strich auf mich, gehe wieder hin und führe ihn weiter. Gleichzeitig in dem Sinne, der eine ist gerade in der ausführenden Arbeit und der andere in der Beobachtenden. So gesehen sind auch, könnte man auch sagen, dass beide gleichzeitig am Werke sind. Halt. Ich meine, da, an die Fläche. Ja, finde ich schon. Ja, natürlich, aber ihr tretet ja auf wie eine gemeinsame Musikgruppe. Moment. Also wir verlangt Eintritt, um für das gemeinsame Werk, was da entsteht, zuzuhören mit den Augen. Zuzusehen, ja. Und da ist natürlich die Assoziation oder die Erwartungshaltung der Betrachtenden schon, dass da eine Gruppe wie in einer, ich sag mal jetzt neutral musikalischen Vorstellung, in einer Session auftritt. Und mich würde schon interessieren, weil da fliegt das dann raus. Also da gibt es ja dann einen Unterschied zwischen Malerei und Musik. Ja, das ist ja auch ein Unterschied. Du hast
auch einmal ist das Konzert, natürlich die Gruppe, die spielt live, aber es gibt ja auch Theater, wo auch Eintritt für verlangt wird. Also es ist eine ähnliche... Mir ging es nicht um den Eintritt, mir geht es um die Parallelität. Nein, aber es ist so eine Situation und wir bewegen uns irgendwo dazwischen. Es ist einfach eine neue Form. Das hat, also ich wüsste jetzt nicht, dass es das in der Form gibt, gegeben hat. Es ist auch keine Performance oder kein Happening. Ja, wir sind keine Schauspieler quasi und machen da irgendwie keine Show, sondern es geht darum zu sehen, wie das Bild entsteht und nicht, was wir machen oder wie wir uns dabei verhalten. Oder wir haben hart geprobt, zwei Monate im Atelier, regelmäßig. Und das, was wir hier gemacht haben, ist eigentlich unsere Probe. Wir malen. Nur in dem Fall haben Leute zugeguckt und dafür bezahlt. Okay. Ja, wir ermöglichen Leuten teilzunehmen. Warte mal, ja? Ja, ich fand es ganz schön eigentlich, weil es war so ganz leise und ab und man hat diese Geräusche manchmal gehört, wenn jemand gemalt hat. Und es war so eine schon besondere Situation. Und am Anfang waren alle da gesessen und haben geschaut. Und dann hat es war ja so auch gedacht, dass man auch rumgehen kann und so weiter. Und dann wurde es ein bisschen entspannter. Manche sind auf den Stühlen gesessen, haben ganz konzentriert zugeschaut. Und es gab ja auch so eine Choreografie eigentlich, also dass man, glaube ich, erst war, hat man diese ganz einfache, schnelle Komposition gemacht und dann ist es plötzlich so in die Farbe und dann kamen diese Duelle, also insofern hat man, ich fand jetzt diese Choreografie, die wir gemacht haben, ganz schön, sodass man die Leute ja auch geführt hat, wie die mitkommen oder auch nicht und diese Ruhe eigentlich und dieses Arbeiten, ich fand, das war eine sehr schöne Atmosphäre, die jetzt wirklich in so einem Zwischenraum war, also zwischen... Aber es ist was anderes, also jemand sagte auch, ja, ihr seid ja auch verantwortlich fürs Publikum und da würde ich sagen, nein, also wir eben, das ist der Unterschied zu einer Musikgruppe oder zu einer Theatergruppe, also wir sind nicht, wir wollen nicht, die, also ich sehe das nicht als unsere Aufgabe jetzt, das Publikum in erster Linie zu unterhalten, wir malen und so, aber die haben das Publikum hat die Möglichkeit an diesem Vorgang teilzunehmen, den zu erleben. Also es ist ein bisschen eine andere Perspektive, genau. Finde ich. Und für mich ist das ja auch ein Punkt, warum es mich interessiert, ist ja auch, weil dadurch diese sozusagen, dieses quasi aus dem Nichts auftauchende Kunstwerk, das dann irgendwo in irgendeinem Atelier entstanden ist und dann quasi sozusagen wie vom Himmel gefallen, plötzlich irgendwo zu sehen ist, ja ein bisschen entmystifiziert wird. Also man das ja könntest du ja auch machen, wenn du es alleine machst. Okay. Denn dann könntest du sagen, ich male vor einem Publikum und jederzeit einen Eintritt. Das ist aber nicht das, was ihr macht. Nee. Das ist auch, glaube ich, nicht, das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir haben, also meiner Meinung nach ist die Formel, nenne ich es jetzt mal irgendwie, the beautiful Formula, ist nicht dazu, der Ansatz ist nicht, eine Formel zu schaffen, die ein attraktives Malen vor Publikum schafft. Also so, wir schreiben jetzt was zusammen, wie wir für einen Zuschauer einen attraktiv anzusehenden Malprozess machen können. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Sinn und Zweck der Sache ist es, einen kollektiven Malprozess irgendwie zu reglementieren, zu organisieren, ist vielleicht ein besseres Wort und so. Deswegen. Auch zu rhythmisieren? Ich muss leider wieder im Vergleich zur Malerei zur Musik kommen. Ihr sprach vorhin mal, spürten so Begriffe wie Metrum und Rhythmus rum und das hat natürlich, das ist ganz klar konnotiert im Kopf mit Musik und nicht mit Malerei. Und da gibt es offensichtlich ja doch Verbindungen. Und mich würden die Unterschiede und die Verbindungen interessieren. Deshalb die Frage, nochmal, ich bleibe da ein bisschen hartnäckig. Wenn ihr mit Metrum und Rhythmus arbeitet, dann ist es eine deutliche, dann gibt es offensichtlich ja doch eben musikalische Momente oder ihr strebt musikalische Momente an. Und ist es nicht nur das gemeinsame Malen, was bestimmten Regeln folgt? Ich würde also das jetzt nicht so direkt, also der von der Herkunft, von der Entwicklung ist es so, dass ja, es ist keine mir bekannte Auseinandersetzung mit dem Thema Rhythmus in der Malerei in der ausgeprägten Form, wie es jetzt eben in der Musik zum Beispiel ist. Mhm. Also waren natürlich die ersten Analogien oder ersten Sachen, die man genommen hat, auch von der Begrifflichkeit, eben wie Metrum oder rhythmische Form oder Figur, sind aus dem entstanden. Aber ich persönlich sehe das jetzt mittlerweile so, wir können es auch irgendwie völlig anders nennen. Also ich habe mich jetzt viel, viel weiter von der Musik entfernt. Also es hat eigentlich
ich brauche nicht jetzt rhythmische Figur nennen. Also das ist, hat jetzt was für mich jetzt was ganz Eigenes geworden. Also Rhythmus in der Malerei war wirklich nicht so expliziert untersucht wie in Literatur oder wie in Fußball oder wie in Musik. Mhm. Und ich habe für meine Malerei auch unter anderem auch für diese Sprache, ich habe von Fußball gelernt, von Boxen auch, von verschiedenen Aspekten, wo Rhythmus wirklich eine Kategorie ist, die man verwendet. Mhm. Und hier, weil wir arbeiten mit der Bewegung, mit dem Anbringen von Farbe. Und diese Bewegung lässt sich durch Rhythmus strukturieren. Das ist alles. Und die deine Frage darüber, ob wir in der Gruppe sind, im Prinzip, man kann das alleine machen. Es geht nicht darum, du kannst auch, nehmen wir jetzt Beispiel Musik, einen Song auch alleine singen oder spielen. Man kann auch, das kann auch eine Band machen. So, die Sprache erlaubt alles. Es könnten auch mehrere Leute, es können auch 12 Leute oder nur 3 Leute. Wir haben zu zweit gemacht, manche zu 6. Auch verschiedene Einsätze. Und zu dritt auch gemacht. Auch zu dritt. So ist das. Und haben wir auch gemerkt, es kann auch so sein, dass einfach nicht erst der Rhythmus da ist und daraus entsteht dann das Werk, sondern dass wir uns auch teilweise Gedanken gemacht haben, wir möchten irgendwie so und so ein Bild haben oder irgendwie zum Beispiel eine flächige Gestaltung haben und wie können wir die zurück bauen auf einen Rhythmus. Was brauchen wir für Einsätze oder für Rhythmen, um eben zum Beispiel zu sechst irgendwie sowas, was wir uns vorstellen, zu machen, dann in einem Regelwerk eben. Rhythmus entstehen lassen. Ja. Also ist es wirklich flexibel. Nicht immer, dass man Eindruck hat, dass wir was Vorgegebenes haben. Manchmal ist es so flexibel, dass eine Arbeit entsteht. Wir reagieren wirklich spontan auf. Aber das, was du sagtest gerade, das ist eigentlich auch ein ganz wesentliches Ding, dass wir auch daran arbeiten, dieses, was jetzt da noch in, wie du sagst, relativ kryptisch aussieht.